Yo, was geht ab Leute, ich bin Firas, starte wieder mit euch. Danke für eure Unterstützung in unserer Crowdfunding-Kampagne und deswegen können wir weiter Video drehen und die zweite Staffel von Zucker für euch machen. Ich habe mir gedacht, lass uns heute über Geld reden. Die meisten denken, dass man nicht genug davon haben kann. Aber was ist wenn? Doch. Also, bevor irgendjemand kommt auf den falschen Gedanken, jeder Cent, was ihr uns unterstützt habt, kommt auf jeden Fall in unseren neuen Videos. Ich habe etwas anderes gemacht und ein bisschen Geld verdient, und zwar von Fernsehen. Und jetzt meine Frage, Leute, was macht man eigentlich, wenn man mehr Geld hat, als was man braucht? Echt jetzt? Gerade das erste Mal Geld und schon von sinnlos Schnickschnacks rauswerfen? Oh Mann, halt die Klappe da drüben! Überhaupt nicht sinnlos! Firas, das Ding kann alles. Sogar telefonieren. Es gibt jetzt in deiner Lieblingsfarbe. Gönn dir mal was. Du hast genug dafür gearbeitet. Aber du kannst auch was Gutes tun in der Welt. Es gibt viele Menschen, geht ihnen schlechter als dir. Firas, du hast jetzt etwas zu geben. Ey, was willst du, du halbes Pokémon? Firas, uns ging es auch schon schlecht. Außerdem, du kannst überhaupt nicht die ganze Welt retten. Das stimmt, oder? Und Armer gibt es überall. Selbst hier in Deutschland. Dabei steht der DAX doch so gut. Soll ich jetzt jeder was geben? Das geht doch nicht. Doch, Mann. Andererseits, es fühlt sich falsch an, wenn man nichts tun, obwohl man das könnte. Ich habe darüber nachgedacht und jetzt kommen drei Tipps von mir für jeder, die mehr haben, als was sie wirklich brauchen. Du musst nicht die ganze Welt retten, aber eine Sache geht doch immer. Das Angebot ist groß. Und wenn das zu wenig ist, dann du darfst zwei Sachen machen. Ausnahmsweise. Ich zum Beispiel kümmere mich um Flüchtlinge und Deutsche. Aber du kannst etwas anderes tun. Zum Beispiel, ein Freund von mir schickt monatlich Geld für Erdbebenopfer. Ein Bekannter hilft hier in Berlin beim Essenstafel für Arme. Und wieder eine kümmert sich um herrenloses Kaninchen. Und wer kümmert sich um einsamer Kampfhunde? Ja, du bist nur neidisch, weil sich nie eine um dich kümmert. Gar nicht wahr. Ruhe! Was ich sagen wollte, das ist wie mit Arbeit. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich will einen Job haben, in dem ich viel Geld verdienen kann. Egal was. Ernsthaft. Ich will nie etwas tun, wenn das nicht für mich Sinn macht und doch auch Spaß. Genauso es ist, wenn man Geld spendet oder Gutes tun. Das muss erst Sinn für dich machen. Mach es nicht, weil du das solltest. Also, mein Tipp Nummer 2, Gutes tun muss für dich Sinn machen. Wenn du nicht dahinter stehst, wenn ist es nicht dein Ding, lass es einfach. Was ist los? Niemand kümmert sich um mich. Angel, was? Na schön. Gut. Also, tut mir leid. Okay? Du sagst das nur, weil du musst. Du bist ein Engel. Gar nicht wahr. Ey Leute, klär das bitte hinter der anderen. Ich muss das Video fertig machen. Und jetzt von meinem letzten Tipp. Ich erzähle euch etwas über Flüchtlinge. Ich bin ja eine von dem. What? Viele Flüchtlinge bekommen Hilfe jahrelang von der Stadt und von den Deutschen. So ähnlich war bei mir auch. Das ist ja toll. Aber
Es ist genau wie in Geburtstagen. Man hat die Gefühl, das muss man einfach etwas zurückgeben. Sonst fühlt man sich wirklich sehr, sehr klein. Ich kann euch gar nicht sagen, was das für ein tolles Gefühl, wenn man etwas wirklich geben kann. Und darum kommt meine dritte Tipp für euch. Geben macht es leichter, auch was zu nehmen, ohne dass es peinlich ist. Und jetzt meine Frage an euch alle. Habt ihr einen coolen Tipp für die Leute, die mehr Geld haben, als was sie brauchen? Schreibt darunter in die Kommentare und wir sehen uns auf jeden Fall bald. Und jetzt, ciao! Gar nicht schlecht. Was machen wir jetzt? Party!